Eindeutig das Gamer-Syndrom. Jetzt erstmal 2 Stunden GTA, morgen 1 Stunde Fortnite und übermorgen Apex, ja? Okay, dann soll es besser gehen. Doktor, Entschuldigung. Keine Türen oder wie? Nun, du hast hier keine Tür. Ja, stimmt. Doc, eine Frage. Du benutzt doch ein iPhone. Ja, ich bin ein Hardcore-iPhone-Nutzer seit Jahren. Hast du mitbekommen? Samsung hat ein neues Handy auf den Markt gebracht. Das ist das S10 Plus. Plus! Ich habe bestellt, ich habe gedacht, das ist S10, das ist das Plus. Ich bin selber gerade ein bisschen überrascht. Ja, ich habe es mitbekommen, es gibt jetzt ein neues Galaxy S10, aber durch den ganzen Umzug der Praxis und so weiter noch nicht geschafft, irgendwie mich tiefer damit zu beschäftigen. Ich habe das bestellt, damit du dein Unbox-Fieber lindern kannst. Okay, überredet. Hau mal her, dann schaue ich es mir mal an. Hey, Docs, da am Start mit einer neuen Folge und Unboxing. S10, der erste Eindruck. Ich habe das letzte Mal ein Galaxy S5 benutzt. Danach bin ich wieder komplett aufs iPhone umgestiegen und habe dann nur dieses benutzt. Ja, und jetzt mittlerweile gibt es schon das S10. Oh nein, ich habe kein Skalpell. Ihr habt doch irgendwo ein Skalpell gesehen. Eingekuschelt. Was? Ich bezahle dich als Krankenschwester, damit du mir ein Skalpell bringen kannst. Ja, in der Übergangspraxis das Skalpell nicht zur Hand. Wir haben hier Samsung Galaxy S10 Plus, 512 GB, 6,4 Zoll Display. Wir haben hier ein dynamisches AMOLED-Display, insgesamt 3 Kameras, Selfie-Kamera, Ultrasonic Fingerprint, auch als Ultraschall-Fingerprint-Sensor betitelt, 512 GB Speicher, 8 GB RAM, Stereo-Speaker, Airphones, Soundbuy, AKG, Wireless PowerShare. Ihr könnt 2 Smartphones dieser Art aufeinanderlegen und die laden sich sozusagen, das eine lädt das andere auf oder halt natürlich Fast Charging mit externen Ladestationen. IP68. Wow. Wow. Richtig groß, richtig lang. Dazu kommen wir gleich. Mitgeliefert, Netzteil. USB Typ C auf normal USB Adapter, Micro USB Adapter auf USB Typ C und USB Typ C USB Kabel. Dann haben wir hier von AKG Stereo Kopfhörer, die werden mitgeliefert. Auf Klinke. Und dann nochmal verschiedene Größen. Kabel ist ummantelt, zumindest der untere Bereich. Wow. Wir haben hier ein Keramikgehäuse. Hier hinten sehen wir nochmal die 3 Kameras. Klinkenanschluss, USB-C. Schaut echt sehr hochwertig aus. Hier dann für die Micro-SD-Karte. Hat sich noch was versteckt? Gebrauchsanleitung. Dual-SIM, also man kann 2 SIM-Karten reintun. Auf der Seite dann hier die Knöpfe, Lautstärkeregler. Hier vorne haben wir dann nun die Aussparung für die Selfie-Kamera. Wie wir es auch von anderen Anbietern kennen, Face-ID. Fühlt sich aber echt hochwertig an. Finde ich richtig cool. Liegt auch sehr gut in der Hand. Kann man, sogar ich mit meinen kleinen Händen, kann das in einer Hand komplett halten und komme fast überall hin, bis auf natürlich den oberen Bereich. Was mir auffällt, ein sehr, sehr dünner Displayrand. Sieht echt sexy aus. Schon ewig kein Samsung mehr in den Händen. Richtig cool. Ich habe jetzt alles eingerichtet und was mir auffällt, dass der Fingersensor sehr schnell funktioniert. Das ist eine richtig coole Lösung. Aber auch natürlich übers Gesicht, zack, sofort erkannt. Die Typ und allgemein Film schauen, hört sich richtig cool an. Gefällt mir auf jeden Fall. Hat was,
Auch die Kamera ist richtig cool. Wir haben einmal ein Weitwinkelobjektiv, ein Ultraweitwinkelobjektiv und ein Teleobjektiv und man kann richtig coole Fotos machen. Ich hatte jetzt zwar nur eine Lampe zur Hand, aber es sind echt coole Fotos entstanden. Ich nutze grundsätzlich ein iPhone, weil ich einfach das Betriebssystem sehr mag. Es ist sehr simpel, es ist sehr, sehr einfach. Ich weiß, auf der anderen Seite gibt es auch Android-Nutzer, die sagen, jo, nein, ich komme damit viel mehr klar. Und ich bin sehr fest überzeugt, dass Menschen, die Android lieben, die Samsung lieben, mit diesem Smartphone richtig glücklich werden. Wie gesagt, es gibt noch eine kleinere Edition. Das ist jetzt das 6,4er Zoll, es gibt noch ein 6,1er und das 5,8er Zoll. Wie ist eure Meinung allgemein zu den Betriebssystemen? Seid ihr eher auf iOS bzw. in der Apple-Welt unterwegs oder Samsung-Android-Welt? Welches Smartphone nutzt ihr? Wie findet ihr grundsätzlich das neue Samsung? Habt ihr es eventuell schon? Möchtet ihr es haben? Ich bin sehr auf eure allgemeine Meinung gespannt. Und in diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc.